Hi Leute, hier ist der Michel. Schönen Mittwoch euch. Es geht weiter mit Formel 1 2016 in der Karriere und es gibt heute zum vierten Rennwochenende in Russland, in Sochi, eine Neuerung, und zwar werden wir die KI ein bisschen hochstellen. Denn in Bahrain und auch in Shanghai konnten wir da vorne eben rein theoretisch zumindest auch um die ersten Plätze mitfahren. Deswegen heute nochmal rein in die Renneinstellung, beziehungsweise ja, rein in die Renneinstellung. KI kommt jetzt auf Legende. Ja. Und insofern wird es dann ein bisschen schwieriger. Also ich fand es halt schon unrealistisch, zumal wir ja diese ganze Formel-1-Geschichte hier auf mehrere Saisons auslegen wollen, dass man da am Anfang mit dem Haas schon um Siege mitfahren könnte, theoretisch. Also ich sag mal, wenn ich mich noch mehr konzentrieren würde, noch besser auf einer Strecke dann auf einmal bin, ja, gerade die guten alten traditionellen europäischen Strecken, da bin ich dann doch, glaube ich, schon ein bisschen besser als jetzt auf sowas, auf so einer Strecke hier in Sochi, die ja, glaube ich, erst letztes Jahr reinkam. Und dann wird es halt echt irgendwann nachher kritisch, ja, beziehungsweise heißt das kritisch, aber wir werden auf jeden Fall um Siege fahren. Und das ist nicht der Sinn der Sache, wenn man mit Haas eine Formel-1-Saison startet. Wir wollen uns um die Top 10 kloppen, ja, wir sind froh, wenn wir Punkte bekommen. Und diese Stimmung, dieses Gefühl muss auf jeden Fall beibehalten werden. Und insofern werden wir da einfach mal eine Stufe hochschalten. Ich hoffe jetzt natürlich, heute fürs Training vor allem, dass jetzt der Rest nicht schwieriger wird. Also hier die ganzen Trainingsmodule, weil mit denen hatte ich ja doch schon ein bisschen zu kämpfen zuletzt. Aber lassen wir uns mal überraschen. Ja, das zum Sochi Grand Prix, also die Strecke an sich, ich überlege gerade, die ist eigentlich ganz nett. Also wir haben momentan übrigens auch keinen Rivalen mehr. Ich denke mal, dass wir hier einen neuen zugewiesen bekommen, vielleicht auch aus einem anderen Team, da bin ich mal sehr gespannt. Ich hoffe, dass wir jetzt durch die KI-Verstellung da nicht irgendwas durcheinander wirbeln im ganzen System. Von Zielen und so, aber wenn, dann werden die Ziele ja wieder sicherlich niedriger gesteckt werden, wenn wir jetzt noch nicht mehr ganz so gut performen. Insofern gucken wir mal. Also zunächst mal der Blick vielleicht auch aufs Wetter. Wie ist das Wetter am Wochenende hier in Sochi bestellt? Im Training zunächst mal sonnig. Im zweiten Training bewölkt, im dritten Training auch bewölkt, im Qualifying bewölkt, im Rennen bewölkt, 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 bewölkt. Okay. Die Strecke an sich finde ich eigentlich ganz interessant. Wir fangen natürlich an mit der Streckenakklimatisierung. Dort müssen wir 500... Falls sich eine Sturmfront entwickelt, lassen wir es dich gleich wissen. Danke, danke. 525 Punkte brauchen wir für Lilla. Ja, wir fahren mal raus. Ich fahre mal ganz entspannt raus. Können wir uns schon mal ein bisschen Überblick verschaffen. Schon mal ein bisschen warm fahren. Ich habe auch schon die Medium-Reifen drauf. Hat mir auch jemand empfohlen, die Geschichte hier mit den Medium-Reifen zu fahren. Aber da, das werde ich ja sicherlich selber nochmal rausfinden, was da mehr Sinn macht. Ja, Setup ebenfalls wieder natürlich ein Thema. Werde ich mich auch wieder selber ein bisschen orientieren, was ich vielleicht machen kann. Ja, auch Sochi haben sie meiner Meinung nach nochmal ordentlich was grafisch rausgerissen. Gerade bei den Umgebungsgebäuden und so. Da ist doch nochmal ein bisschen was dazugekommen. So, zunächst mal fahren wir raus. Ein Teamziel sogar schon erreicht, und zwar die Spitzengeschwindigkeit. Das ist auch gleich eben schon die erste DRS-Zone und die längste Gerade auf Sochi, auf dem Sochi-Autodrom gewesen. Gucken wir mal ein bisschen hier. Also der Medium-Reifen. Ja, also gerade die Strecke hier. Da fehlt mir noch einiges an Wissen, glaube ich, was die optimale Linie hier betrifft. Das hier sind so vierter Gangkurven, so Rechtsknicke. Alle nach einem ähnlichen Schema. Bei manchen kann man ein bisschen später bremsen, bei manchen muss man ein bisschen früher bremsen. Hier dann die zweite DRS-Zone gleich. Biegen wir auch nochmal mit so einem vierten Gang. Nochmal rechts ab und dann ganz wichtig, hier gut rauszukommen, um möglichst viel Schwung mitzunehmen. Auf die zweite lange Gerade oder die zweite langgezogene. Eigentlich sind es zwei langgezogene Kurven mit DRS hier. Gute Möglichkeit hier. Bremsburg kann man sich gut merken, da wo die Curbs anfangen. Also bis darauf, dass wir letztes Jahr bei Formel 1 2015 hier das Rennen gefahren sind, 50% habe ich, glaube ich, auf dieser Strecke nie wieder Zeit verbracht, außer mal in einem zufälligen Multiplayer-Rennen in F1 2015, aber sonst eher nicht so. Naja, gut. Jetzt hier nochmal ein Doppelrechtsknick und dann geht es wieder auf Startziel. Dann beginnt hier auch schon unser erstes Trainingspensum. Das heißt jetzt also Konzentration. Da ist die erste Barriere. Eine Barriere ist es ja nicht wirklich. DRS-Knöpfe natürlich schon gedrückt. So, hier muss man immer ganz doll aufpassen, weil man hier ganz schnell mal auch abkürzt. Das ist auch ein Problem auf Sochi auf jeden Fall. So, hier bleibt er
dass man hier sehr schnell dazu neigt, auch mal was abzuschneiden, weil eben so viele Auslaufzonen sind und eben auch... Den werden wir nicht schaffen. Den müssen wir uns dann eben für die nächste Runde aufheben. Da können wir schon mal versuchen, ob wir schon wenigstens grün auf die Reihe kriegen. Den haben wir lila abgeschlossen. Dies war einfach. Ja, gar nicht so einfach. Auch hier wieder. Kommen sehr viele Punkte nacheinander. Aber hier würde ich gar nicht so weit außen bleiben, ehrlich gesagt. Ich glaube, die Grünen haben wir auf jeden Fall schon mal. Das sieht gut aus. Okay. Versuchen wir jetzt, in den violetten Bereich zu kommen. Das versuchen wir. Das ist wichtig, eben dieser Beständigkeitsbonus, das aufeinander zu kombinieren. Ja, da war ich zu langsam. Muss ich ein bisschen mehr mit Schmackes durchfahren durch den Tunnel und dann auf den Bremspunkt. Zwei immer da Punkte. Das Wetter sollte erst einmal trocken bleiben. Wenn sich die Vorhersage ändert, sagen wir dir Bescheid. Ja, jetzt habe ich mich ein bisschen vertan. Dadurch auch. Ja, die haben wir letzte Runde auch schon verpasst. Da muss ich ein bisschen früher auf die Bremse schauen. Gleich auch hier. Da. Hab übrigens. Erzähl ich gleich. Das verlangt mir doch schon ein bisschen Konzi ab. Konzentration. Uppala. Nee, da haben wir, den haben wir auch nicht verdient, gerade den Punkt. Der ist leider futschi. Ja, notfalls müssen wir den Test noch mal zum Ende noch mal wiederholen. Versuchen natürlich jetzt hier noch mal das Beste rauszuholen. Ja, zu quer gestanden, zu viel Geschwindigkeit dadurch verloren. Ja, jetzt ist doch knifflig. Vielleicht einen Gang tiefer fahren. Letzte Runde. Das ist die letzte Runde des Programms. Gut, noch mal alles versuchen. Hier mehr Speed gleich. Trotzdem nur grün. Schickt einen aber sehr weit auf die Curbs aus, ne? Schon wieder der gleiche Fehler hier. Ja, wer es wieder nicht lernt, der ist... Selbst schuld, ne? Da gibt er uns nur grün, du. Ach, da hat er mir nur grün gegeben. War auf jeden Fall schon besser. Dann können wir die Daten analysieren.
Aber noch nicht gut genug für Lila. Also haben wir das noch offen auf jeden Fall. Nee, was ich gerade nur sagen wollte, ich war jetzt echt konzentriert, ne? Was ich gerade sagen wollte, ich habe gestern eine neue Grafikkarte bestellt. Ah, endlich. Also die GTX 470. Nee, warte mal, Quatsch. Doch. Eine 470. Nee, warte mal, nee, das ist Quatsch. Oder doch? Ja, klar. Nee, nee, 700. 780, so rum. Oh Gott, ja, nee, das war gerade noch ein bisschen in der Vergangenheit. Nee, eine GTX 780 habe ich ja momentan drin. Also 470 wäre jetzt schon ein bisschen lustig. Nee, die GTX 780, die habe ich momentan noch drin, aber die ist jetzt auch schon bei dem Forza 6 Apex ein bisschen an die Grenzen gelangt. Guck mal, momentan schnellst neunte Runde. Die stößt jetzt so bei Forza Apex und so schon an ihre Grenzen und auch sonst, gerade was höhere Auflösung und so anbetrifft. Deswegen gibt es ein Update und zwar auf die GTX 1070. Die sollte jetzt diese Woche noch ankommen und dann habe ich noch eine neue Grafikkarte und ich freue mich schon mega drauf. Weil das war jetzt wirklich ein Update. Die hat ihre Jahre auf jeden Fall gute Dienste geleistet, aber irgendwann muss dann doch mal ein Upgrade her und ansonsten ist der PC ja wirklich noch top. Ich kann die Daten ja auch mal unten so weit reinschreiben, weil viele immer danach fragen, mit was für einem Setup man da gerade fährt. Und ein paar Optionen kann ich auch bei F1 2016 noch rauskitzeln. Also gerade was Kantenglättung betrifft, da können wir sicherlich noch mal ein bisschen sauberes Bild bekommen. Da habe ich ein paar Sachen zumindest. Also es ist schon grundsätzlich auf Hoch bis Ultra, sage ich mal. Aber es geht auf jeden Fall in ein paar kleinen Bereichen geht noch ein bisschen mehr, gerade was Kantenglättung halt betrifft. Da haben wir doch schon ab und zu mal hier ein bisschen Treppchenbildung. So, was sagt das Setup jetzt hier? Gemisch ist jetzt auf Fett und auch auf wenig Runden eingestellt. Mal direkt gucken, wie die Strecke so zum Reifen ist. Ich glaube, die ist für die Reifen nicht ganz so schlimm wie Shanghai, beziehungsweise Bahrain. Roman ist auf Platz 2, uiuiui. So, jetzt machen wir unseren Qualifying-Test. Welche Rundenzeit müssen wir dann schaffen? Erstmal muss der Reifen ein bisschen wärmer werden. Der rutscht doch ganz schön. Wie gesagt, hier aufpassen wegen dem Abkürzen. Na, nicht rund genug, nicht sauber genug. So werden wir es auf jeden Fall nicht schaffen. Ja, da hätte ich auch im vierten bleiben sollen. So, unsere Hasskurve aus der Streckenakklimatisierung, das sah schon mal wesentlich besser aus. Felipe Massa, der hat ja seinen Rücktritt aus der Formel 1 angekündigt. Zum Ende der Saison ist Felipe nach vielen, vielen Jahren, in denen er Teil der Formel 1 gewesen ist, ist er dann weg. Finde den sehr, sehr sympathisch, sehr netter Typ. Gehört irgendwie zur Formel 1 dazu, schon seit Jahren und aber irgendwann, so wie Rubens Barrichello auch damals, muss man eben mal die Formel 1 verlassen. Für die großen Erfolge hat es leider nie gereicht. Besten Jahre sicherlich bei Ferrari, wobei er bei Williams auch immer mal wieder seine Glanzmomente hatte. Ich finde es schon irgendwie vergleichbar mit Rubens Barrichello, oder? Gut, die Runde war Schrott. Das war gut. Das war auch okay. Na, die Reifen werden jetzt aber auch besser. Das merkt man. Ne, da war ich zu spät am Einlenkpunkt. Da war ich gerade zu zaghaft. Ging das Delta auch direkt in Richtung plus roter Bereich. Aber es ist auf jeden Fall schon besser als die Runde davor.
Und solange die Tendenz nach oben zeigt, ist ja erstmal alles gut. So, hier schön von außen kommen, dass man da nicht so weit in den spitzen Winkel fährt. Da muss man so ein bisschen den Kurvenscheitel opfern und... Ja, habe ich ein bisschen abgekürzt, aber nicht so schlimm. Gab keine Verwarnung. Ja, man muss schon wirklich eine sehr, sehr saubere Runde treffen. Wenn wir diese Zeit nicht verbessern können, sollten wir das Programm wiederholen. Na, dieses Kündchen fehlt uns auf jeden Fall. Also, ganz schön knapp gesetzt, muss ich sagen. Also, ich habe auch das Gefühl, dass jetzt auf Legende das nochmal angezogen hat. Mal sehen, wie es dann gleich beim Reifenmanagement aussieht. Okay, wir sind auf jeden Fall dran. Ah, schwierige Kurve, finde ich. Ja, da muss ich, glaube ich, ein Stückchen später und dafür aber schärfer einlenken. Ah, ganz schön knackig, wa? Heieiei. Vielleicht kommen wir da doch mit dem Standard-Setup nicht wirklich weiter. Boah, da kommt er nicht richtig in den Kurvenscheitel rein, der Michel. Ah. Ja, ich habe ein Problemchen noch immer am Kurveneingang. I know. Also ich glaube, echt, Alter, also Legende wird schon ganz schön knackig. Naja, gut, also hilft ja nichts. Üben, üben, nochmals üben. Dann versuche ich es jetzt mal mit dem, mit dem anderen Programm, und zwar mit dem Reifenmanagement. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht die ganzen Reifen verbraten. Teamziele, also können wir gucken, die haben wir zumindest ganz gut erreicht. Reifenmanagement, das kriegen wir auf jeden Fall hin, glaube ich. Dass wir zumindest die Teamziele da erreichen nochmal. Aber es wird jetzt schwieriger auch für die Punkte, glaube ich. Naja, egal, gut, ich versuche es hier nochmal. Wie viel, warte mal, also ich kann mal gucken, was sagt der Flügel momentan? Wir fahren ja mit absolutem Standard-Setup, das ist vielleicht gar nicht so eine clevere Idee. Da können wir auf jeden Fall, ich glaube auch das Auto ein bisschen härter noch abstimmen, weil die Strecke gibt es auf jeden Fall her. Also, vor der Flügel können wir noch ein bisschen zurücknehmen, ist mehr Speed auf den Geraden auf jeden Fall. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Also ich habe jetzt noch keine Probleme gehabt mit dem ausbrechenden Heck oder so, relativ selten eigentlich. Deswegen können wir, glaube ich, vom Flügel auch hier nochmal ein kleines bisschen runtergehen. Dann haben wir etwas höhere Geschwindigkeiten auf den langgezogenen Kurven auf den Geraden. Differential, ja, ich weiß nicht. Ja, okay, also ich versuche mal... hier nochmal auf 70 zu gehen. Ich teste das nochmal. Radaufhängung. Radaufhängung. Also wir können hier auf jeden Fall nochmal... Bremsdruck passt eigentlich soweit. Reifen sollten eigentlich auch okay sein. Könnte man noch ein bisschen weicher machen. Vielleicht hinten. Kleines bisschen. So vielleicht. Gewichtsverteilung sollte eigentlich auch passen. Also Radaufhängung können wir auf jeden Fall nochmal ein Stückchen härter stellen. Hier auf 8 vielleicht. So, starre Anti-Wank-Balken reduzieren das Wanken, wenn man in die Kurve einfährt. Aber die erzeugte Last könnte die Reifen in längeren Kurven überlasten. Haben wir eigentlich keinen Stress mit. Manchmal auf 5. Bodenfreiheit. Aha, wird dieser Platz zusammengedrückt. Es sollte darauf geachtet werden, dass selbst bei maximaler Kompression genug Platz über dem Boden ist. Deine Aufsätze den Luftstrom zum Diffusor behindern kann. Das natürlich zum starken Verlust von Abtrieb während starker Kompression führt. Ja, gut, lasse ich einfach mal so. Also Minimum ist jetzt weniger Bodenfreiheit. Und Heck und Max ist mehr, ne? So verstehe ich das jetzt. Naja, gut, okay, ich lasse es einfach mal so. Ich teste mal die Änderungen einfach, ob wir damit vielleicht schneller fahren. Er hat auf jeden Fall Regen angesagt, deswegen werde ich jetzt nochmal ganz schnell das Reifenmanagement durchkloppen, bevor es hier anfängt zu regnen. Nee, das wollte ich gerade nicht. Ich wollte zur Session-Info und hier das Reifenmanagement beginnen.
Ja, machen wir weichen Reifen. Den Trainingsreifen. Die Zeit reicht nicht mehr aus. Achso, dann springen wir sowieso direkt weiter. Dann springen wir sowieso direkt weiter zum Training 2. Alle Autos sind über die Ziellinie und die Top 3 stehen nun fest. Hamilton, Rosberg und Danny Quert. Danke, dass Sie heute beim freien Training dabei waren. Wir sind in Kürze mit noch mehr Formel 1 zurück. Setup müsste soweit ja gespeichert werden. Alter Schwede, also ich stehe nicht so gut da momentan. Das wird hart. Es wird hier sehr hart werden. Aber wir kämpfen uns da durch. Ja, beim nächsten Mal geht es ja nach Spanien, nach Barcelona. Das wird auch ganz cool, glaube ich. So, also zumindest ein paar Pünktchen haben wir gesammelt. Gucken wir mal. Also Rival kriege ich dann vielleicht erst nach dem Rennen wieder. Trainingsprogramm-Update. Achso, genau. Ja, Forschung und Entwicklung haben wir ja soweit eigentlich auch noch das hier installiert, ne? Wir sind schon auf einem ganz guten Weg hier zu Williams, zu Toro Rosso. Von der Performance her ist das Auto, denke ich mal, schon vor einigen Teams zu sehen. Wir müssen das halt bloß auch auf der Strecke beweisen, dass wir es können. Okidoki, Session Info. Es bleibt auf jeden Fall trocken, denke ich mal. Dann versuchen wir es nochmal mit dem Reifenmanagement. Machen wir weich, oder? Machen wir weich. Guter Kompromiss. Fliegende Runde. Nee, die GTX 1070, die war gerade in einem ganz guten Angebot bei Saturn, die Asus-Version quasi davon. Es gibt ja immer so gebrandete Dinge, eine Gigabyte gibt es ja, Asus, Palit, was nicht alles. Die Sonderedition und das ist die Asus. Für 450 Euro, ich fand das eigentlich einen ganz guten Kurs, wenn man die Preise mal so vergleicht. So, dann gucken wir mal. Reifen, angepeilte Rundenzeit, die ist schon ganz schön knackig, sag ich mal. Schön weich anbremsen. Ich denke mal vor allem in der Kurve, hier zieht es ordentlich gleich. Aber weiß geht. Die Schlimme erwartet. Auf jeden Fall zu langsam. Und wie gesagt, die Strecke ist echt nicht reifenfordernd. Also wie es aussieht, werde ich die Rundenzeit versemmeln. Glatte Sekunde fehlt mir, aber der Reifen ist dafür voll lila. Da kann ich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr pushen. Ich habe jetzt sehr vorsichtig schon passiv gebremst. Oh nee, das war too much. Jetzt, der Frontflügel ist kaputt. Ja. Dann teste ich gleich mal die Boxeneinfahrt. Okay, da muss man die Speed haben. Verwarnung bekommen. Oh shit. Ja, müssen wir auch natürlich im Training schon aufpassen, dass wir da nicht zu schnell reinfahren. Aber die ist von der Einfahrt her relativ easy, glaube ich. Dass man es gut abschätzen kann, wo man bremsen muss. Ja, die Runde war sowieso verkorkst, würde ich mal sagen. Hätten wir sowieso nicht geschafft. Insofern lasse ich gleich mal kurz einen Frontflügel reparieren und fahre dann gleich nochmal raus. Also ich kann auf jeden Fall ein bisschen mehr pushen. Das gibt auf jeden Fall die Strecke her. Die ist nicht so reifenfressend wie andere. Deswegen gleich nochmal versuchen. Ah, ich habe doch schon das Gefühl, dass auf Legende dann auch diese Geschichten hier, also das, ich sag mal so, die Streckenakklimatisierung ist ja immer die gleiche, aber Reifenmanagement und Qualifying-Tempo, die sind auf jeden Fall vom Gefühl her ein bisschen knackiger nochmal, noch enger gesteckt auf jeden Fall vom Horizont. Da werde ich mir auf jeden Fall schwer tun. Naja. Okay, müssen wir ein bisschen warten. Ja, ist eben das Problem, ja, dass man dann da so eine... eventuell eine zu harte Abgrenzung zwischen Experte und Legende hat.
Aber müssen wir mal abwarten. Gut, nochmal versuchen. Schleichen sich natürlich bei mir immer mal auch kleine Fehler ein, gerade wenn man nebenbei kommentiert, gehen immer, wie ich schon sage, so 10-20% der Aufmerksamkeit und der Schnelligkeit auch flöten. Also wenn ich das Ganze hier ohne Kommentieren für mich machen würde, wäre ich sicherlich auch ein bisschen fixer unterwegs, denke ich mal. Zumindest habe ich die Erfahrung gemacht, als ich dann mal für mich alleine einfach mal ein bisschen auf die Multiplayer-Sessions gegangen bin. Dass das dann doch schon ein bisschen fehlerfrei und ein bisschen sauberer abläuft. Aber das ist eine Sache, die manche Leute einfach nicht sehen. Ja, schon mal den... schon mal direkt Eingang auf Startziel nicht so ganz hundertprozentig getroffen, aber es ist immer noch alles im Rahmen. Was erwarten die denn hier bitte in der ersten Kurve, ey? Also ich bin sowohl für den Test hier als auch für die schnelle Box, für die schnelle Qualifying-Runde einfach zu langsam. Müssen wir die Autoentwicklung leider dem Teamkollegen überlassen. Tut mir dann ja auch leid. Bin echt mal gespannt, wie es dann im Qualifying läuft. Wieder eine Sekunde zu langsam. Keine Punkte, zu langsam. Also ich kann, glaube ich, wirklich komplett pushen. Gar kein Thema. Aber ich muss eben schneller werden, trotzdem immer noch. In 5 Minuten wird es auf der Strecke leicht regnen. Okay, es fängt dann an zu regnen, das ist nicht gut. Brauche ich mehr Speed in der Kurve, jetzt bin ich wieder auf dem Delta-Niveau. Das war abgekürzt. Ah, da darf ich trotzdem, okay. Na gut. Nicht zu langsam. Oh Gott. Nee, da. Kriege ich eine Verwarnung, aber ich darf weiterfahren. Sehr interessant. Ja. Das wird trotzdem nicht. Ich glaube, ich muss das über 4 Runden konstant bringen. Boah. Wenigstens mal ein paar Punkte sammeln. Wir sind gerade so im positiven Delta. Spätestens hier in der Kurve. Leider wieder verloren. Mit Abkürzen gerade so an der Rundenzeit dran gewesen. Eieiei. Ich glaube, ich muss mal bei dem KI-Auto eine Runde zugucken. Wie die Runde hier fahren. Ich kann mir da noch was an der Linie ein bisschen abschauen. Katastrophe.
viel zu weit geschnitten, viel zu weit außen. Ganz, ganz schlecht. Das ist eine schnelle Strecke, ist eine Strecke, die mir auch gar nicht... Weiß nicht. Viele interessante Kurven auf jeden Fall, also gar so schlecht ist sie nicht. Das hier vor allem finde ich ziemlich schwierig. Die Kurve auch, die so leicht einen Berg hochführt, man hat nicht so wirklich einen Anhaltspunkt, wo man bremsen könnte. Und insofern auch das jetzt leider wieder eine verkorkste Runde. Die eine werde ich noch jetzt als Trainingszweck einfach fahren. So, vierter Gang. Bisschen reinrollen lassen. Dann bin ich auch hier wieder zu weit auf dem scheiß Teppich. Also ich muss da mir echt mal, glaube ich, mal eine KI-Runde angucken. Okay, nochmal Versuch. Ja, bisher waren wir nicht ansatzweise da, wo wir eigentlich hinwollen, ne? Okay. Ja, ich sehe es ein, ich bin zu schlecht. Okay, ich gehe mal zurück in die Garage. Boah, Leute, was soll ich sagen? Das ist jetzt schon echt schwierig. Ah, wie komme ich da ran? Sicherlich, Setup ist vielleicht so eine Geschichte halt, ne? Aber ich hab schon Setups ausprobiert, muss ich sagen, und das war alles nicht so geil. Auf F1K-Setup halt, auf dieser normalen Seite, wo man sich Setups runterladen kann. Die meisten machen dann auch Time-Trial-Setups. Die kann man natürlich ein bisschen mit dem Reifen nur kompensieren, dass sie nicht ganz so reifenfressend sind, aber das ist halt alles nicht so das Wahre. Da kann man dann nur viel ausprobieren, aber das sprengt irgendwo auch so ein bisschen den Rahmen, jetzt noch wirklich über lange Zeit sich große Setups zu erarbeiten, muss ich ehrlich sagen. So war es eigentlich nicht geplant, weißt du? Ich dachte halt, kurze, knackige Saison. Ah, das ist ja mit dem ganzen Trainingsprogramm schon nicht mehr ganz so der Fall. So war das nicht geplant. Man hätte natürlich auch sagen können, hey, ich entwickle das Auto einfach nicht weiter, aber ich finde, das ist einfach schon ein spaßiger, cooler Aspekt, den man machen kann. Und deswegen wäre das dann auch blöd, das Feature nicht mehr zu nutzen, weil es eigentlich echt gut gemacht ist und auch ja, wirklich anspruchsvoll ist. So, warte mal, wo waren jetzt hier? Ich hatte doch hier die Kamera wechselt schon mal belegt. Nicht doof. Vorherige Kamera. Achso, warte. Ah, jetzt, okay. Gucken wir mal dem Sebastian Vettel zu. Der fährt jetzt, fährt in die Boxengasse. Toll. Warte. Nee, was mache ich denn da? Was mache ich denn da? So, nochmal. Das ist jetzt der Vettel. So, wo muss ich drücken? Ach, hier. Ja, die müssen vielleicht nicht unbedingt zugucken. So, Raikön. Raikön. Der ist jetzt gerade auf der zweiten DS-Zone, auf Supersoft. Fährt hier auf Position 3. Fährt hier im dritten die Kurve. Schlägt er mir mal den vierten vor, glaube ich. Bleibt hier relativ weit außen. Lässt sich dann schön flach in die Kurve fallen. Jetzt fängt es an zu tröpfeln. Geschmeidig im vierten. Unter der Unterführung in den dritten Innenkurvenscheitel schaltet er runter. Bin da vielleicht auch manchmal ein bisschen zu sehr im GT-Trim unterwegs. Das ist soweit ja alles klar. Jetzt haben wir schon gleich Wasser auf der Straße, aber trotzdem denke ich mal, können wir ihn noch ein bisschen beobachten. Schaltet auch hier in den dritten runter. Da, wo mir das Spiel immer den vierten vorschlägt, schalten die nochmal einen Gang runter. Vielleicht muss ich da auch ein bisschen schaltfreudiger werden. Bleibt hier auch relativ weit am Curb. Ja, so sieht das schon sehr gut aus, ne? Eine Sache, die man natürlich nicht mehr ändern kann seit der 2014 oder sogar, nee, seit der 15er Saison, dass die Getriebebesetzung verändern. Da konnte man früher immer sehr viel mitmachen und sehr viel optimieren. Aber das ist nicht mehr möglich. Da kämpfen alle mit den gleichen Waffen. Egal, ob man in Monza fährt oder Monte Carlo, die Getriebebesetzung ist immer gleich. Also jetzt muss ich mir halt nochmal ein bisschen anschauen, das Schalten im Kurvenscheitel, ne? Auch später runterschalten. Nicht so früh schon den Gang runterkloppen, mit Motorbremse fahren, sondern einfach schön reinbremsen und dann
den richtigen Gang aussuchen. Naja, gut. Ich würde sagen, wir können dann eigentlich auch mal das in die nächste Session springen, weil hier regnet es jetzt gerade. Und dann können wir ja nochmal uns versuchen. Ein schneller Blick auf die Reihenfolge am Ende dieses Trainings. Hier sind die Top 3. Hamilton, Vettel und Danny Quer. Ja, da werde ich wahrscheinlich auch... Training. Wir sehen uns bald wieder. Da werde ich wahrscheinlich auch im Qualifying landen, da wo ich gerade stehe. So Platz 20 oder sowas. Ich sehe schon kommen. Aber naja. Ich kann ja sagen, ihr wolltet das ja so. Nee, ist ja auch richtig. Also wir müssen da uns ja auch von Anfang an rantasten. In Bahrain sind wir nur durch, naja, durch zu viel Reifenverschleiß am Ende ausgefallen und ein bisschen Pech. Shanghai haben wir dann wirklich dann den dritten Platz nach Hause gefahren und konnten Ferrari-Tempo mitfahren. Und das ist halt, wie gesagt, halt nicht mehr realistisch. Naja, egal. Ich versuch's mal im dritten Training nochmal die Ziele anzugreifen. Ich versuche es nochmal mit den schnellen Runden, da kann ich mich nochmal ein bisschen jetzt nochmal rantasten. Weil da haben wir ja, da müssen wir dann nur innerhalb von 3 Runden oder innerhalb von 4 Runden diese eine schnelle Runde schaffen. Und deswegen kann ich da nochmal ein bisschen üben gerade. Einfach das Tempo drauf zu bekommen, dann auch für das Reifenmanagement. Schöne Sonne. Für Spaß ist auch an der Strecke gesorgt, hier durch zahlreiche Karussells. Lässt sich hier flach reinfallen, der Kimi. Wollen wir gerade mal ein bisschen kopieren. Ja, da war ich zu viel am Lenken, schon nach links. Ja, da muss er glaube ich schon ein Stückchen vorher bremsen. Ist natürlich auch nicht, was der für Flügel fährt. Das war viel zu langsam. Ja, Sektor 1 sah noch gut aus. Danach wurde es dann leider zu langsam. Da qualmt die Socke. Irgendwo zwischen Sektor, am Anfang vom zweiten Sektor verliere ich immer sehr viel Zeit. Wir kommen nicht an unsere Zielzeit. Ach nee, wirklich. Ja, ich weiß schon wo. Aber ich krieg's nicht gebacken. Das ist das Problem. Das war ganz gut, glaube ich. Von der Zeit her zumindest. Jetzt haben wir einen schönen Puffer schon mal. Im Moment haben wir ein geringes Regenrisiko. Wir sagen Bescheid, falls sich etwas ändert. No! Da werde ich mal ganz kurz eure geliebten Rückblenden ziehen. Weil das war wirklich ein bisschen bitter gerade. Die Runde läuft gerade gut und das will ich gerade mal mitnehmen, das Momentum. War auch unnötig irgendwie der Fehler. Hier ist der Moment, wo wir mal Zeit verlieren. Genau hier verliere ich die Zeit. Oh nee. Shit. Genau da ist es. In der Kurve muss ich ein bisschen mehr Speed mitnehmen, weil die auch ein bisschen, die ist ein bisschen flacher als die anderen Kurven.
An sich war das schon mal gar nicht so verkehrt. Der bremst erst, der hat erst geschaltet im Kurvenscheitel, ne? Auch in den letzten beiden Kurven verliere ich auch Zeit. So, letzte Chance. Ja, ist auch zu kattig gerade gewesen. Ja, es ist zu viel Geschneide. Wir haben im Rennen auf den Deckel bekommen. Zu Recht. So, hier. Hier muss ich ein bisschen mehr Speed mit rausholen. Das ist auf der Geraden. Ah, nee, das war sie gar nicht. Das war jetzt ein zu früh gedacht. Ja, man kommt hier auch durcheinander. Hier, die ist so wichtig, die ist so verdammt wichtig, diese Kurve. Dieser ganze Abschnitt mit diesen rechtwinkligen Dingern. Sochi treibt mich in die Verzweiflung. Bisschen flacher hier. Ne, das ist doch, wird immer schlimmer. Jetzt bin ich im Fehlerrausch. Nee, also so wird das nichts. Ich versuche es nochmal zu wiederholen, das Trainingsprogramm. Oha, hallo. Ja, ich bin da. So. Schon mit viel Vorsprung startet man ja eigentlich in die Runde rein, ne? Schon hier 2 Zehntel. Fast 3 gleich am Ende der Geraden. Ist schon mal eine gute Basis. Jetzt schon wieder 3 verloren. 2 verloren. Konstant gehalten. Ne, da muss ich mehr Speed mit rausnehmen. Na gut, schon mal besser als sonst. Fallen die Reifen, aber es ist ja in dem Modus hier vollkommen egal. Was ich hier für Zeit verliere jedes Mal in der letzten Kurve. Alter Schwede. Was ich da für Zeit liegen lasse, ist unglaublich. Üben wir gleich nochmal hier. Ja, es war zu spät gebremst. Nee. Nee. Ja, Leute, ich bin so ein bisschen mit dem Latein am Ende gerade. Also ich versuche hier schon natürlich einzelne Stellen, die wir ja auch schon identifiziert haben, zu verbessern. Aber es ist sehr, sehr schwierig.
bin schon echt am und teilweise über dem Limit. Wie man hier sieht. Das war, glaube ich, mal ganz vernünftig. Da muss ich im vierten bleiben, auf jeden Fall. Später einlenken hier. Ein bisschen spitzer auf den Teil zu kommen. Es sollte nicht regnen. Falls sich eine Sturmfront entwickelt, lassen wir es dich gleich wissen. Zu weiten reingerutscht. So, ich muss diese letzten beiden Schikanen optimieren. Und da knallt er genau schon wieder da an die am Kurvenausgang. Also es ist nicht zu packen. Ich pack's nicht so. Ich mache hier nochmal die Übung. Das ist schon, glaube ich, ganz okay. Aber hier, jedes Mal verlangt mir da das Delta irgendwelche 3-10-Klappe und ich weiß nicht, wo ich die herholen soll. Ich weiß es einfach nicht. Und für die Runde ist auch schon wieder verkackt, weil wir da quer standen. Nee, Leute, ich komme da jetzt echt nicht weiter. Ich glaube, das kann ich jetzt noch 10-mal versuchen. Ich werde hier nicht wirklich besser. Zumindest nicht so, wie das Auto jetzt gerade fährt. Also, sicherlich kann man einzelne Kurven und einzelnes Schalten noch viel besser machen. Aber ich komme da gerade nicht auf den Trichter, Leute. Deswegen würde ich sagen, an der Stelle müssen wir leider hier das Training beenden. Ich kann noch mal das Reifenmanagement versuchen. Ich versuche noch mal das Reifenmanagement. Vielleicht können wir wenigstens da noch mal... Okay, wir befinden uns schon im dritten freien Training und haben immer noch keine Reifenmischung in der Rennsimulation unterzogen. Es würde sich mit Sicherheit auszahlen, ein Reifenabnutzungsprogramm durchzuführen, solange wir noch Zeit dazu haben. Ich versuche mit Mittel, dass wir zumindest noch ein paar Pünktchen sammeln. Wenigstens grün. Das wäre schon echt gut. Ich meine, ich war jetzt schon auch bei der Rundenzeit 2-3 Mal relativ nah dran. Versuchen wir das mal mit den harten Reifen hier. Die fahren sich natürlich mal ein Stückchen anders. Weil die müssen natürlich auch fürs Rennen, müssen wir das natürlich wissen, wie sich der Reifen hier fährt. Punkte. Mal sehen, welche Rundenzeit er haben will. 1,42, 1,45. Na gut, versuchen wir es mal. Bisschen früher bremsen jeweils. Schon wieder über dem Delta, also da fehlt mir, glaube ich, auch einfach das Sochi-Händchen. Das dürfte sich dann wahrscheinlich in Spanien und oft in Europa generell hoffentlich wieder ein bisschen relativieren, hoffe ich. Aber hier in Sochi können wir das Auto gerade mal... Ja, wieder dritter Gang war hier völlig falsch. Das ist so eine Knickkurve. Die kann man viel schneller abschließen. Ja, jetzt aber nicht ungeduldig werden. Dann geht es erst recht in die Hose. Da kann ich nur hoffen, dass ich es auf anderen Strecken besser hinbekomme. Und dann werde ich mich mehr um Setup auch vorher mal kümmern. Vielleicht kennt ihr noch eine gute Seite. Oder habt selber gute Spanien-Setups. Dann lasse ich mich da gerne ein wenig inspirieren. Aber die müssen natürlich auch auf Haas abgestimmt sein, weil die Autos sind natürlich auch alle verschieden bei Formel 1 2016. In Grundzügen dürfte natürlich das eine oder andere auch so funktionieren. Trotzdem sind die Autos bei F1 2015 immer verschieden. 2016, sorry. Früher auch schon.
Batsch. Nee, Curb. Da waren wir zu viel auf dem Curb. Keine Warnung? Interessant. Wo sind die 2 Zehntel gerade liegen geblieben? Das habe ich jetzt schon verstanden, wo die geblieben sind, aber die davor, kein Plan. Oh, nee, jetzt haben wir die Reifen gerade getötet. Ja, nee. Schlimm ist ja, wenn man sich verbremst, kostet Zeit und tötet den Reifen. Alter, heute gewinnen wir hier keinen verdammten Blumentopf. Komm, 5 Punkte, 5 Punkte. Die Strecke bleibt mir ein kleines Rätsel. Guck mal, jetzt haben wir auf einmal im Delta sind wir gerade drin geblieben. Auf der letzten Kurve. Wir haben auch keinen Verkehr gehabt heute irgendwie, ne? Also ne, hier wieder abgekürzt. Es ist eine Katastrophe. Ich und Sochi, wir werden keine Freunde mehr. Heute. Vielleicht morgen im Qualifying, aber... So wirklich viel Hoffnung rechne ich mir da jetzt auch nicht aus. Kleiner Ruckler hier noch in der Kurve. Nee, Leute, ich weiß nicht. Da fehlt gerade der Saft einfach. Da fehlt irgendwie jetzt auch das Erfolgserlebnis, weißt du, um zu erkennen, hey, ich habe hier was besser gemacht. Ich dümpel da einfach immer über meinem Delta rum und komme da einfach nicht runter. Es macht einen echt... Ist echt ärgerlich. Ist schade. Aber ja. Da kann man nichts machen. Da kann man nichts machen. Dann nehmen wir halt hier aus Sochi nicht so viele Pünktchen mit. Vielleicht können wir im Qualifying zeigen, wo der Frosch die Locken hat. Ja. Bei uns in Mecklenburg sagt man auch, wo Kalle den Most holt. Alter, haben wir jetzt echt fast eine Stunde heute gemacht. Ich glaube, ja, ne? Aber es war, glaube ich, jetzt auch nötig angesichts... Lass mich doch mal reden. Angesichts der Erhöhung vom Schwierigkeitsgrad, angesichts dieser Strecke. Und das könnte echt schwierig werden. Naja, wir werden mal schauen. Morgen geht es dann weiter mit dem Qualifying. Ich sage einfach mal danke fürs Zuschauen, fürs Dranbleiben. Wer jetzt wirklich fast diese Stunde hier dran geblieben ist, ey. Danke, danke. Gerne ein Däumchen nach oben lassen. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis morgen. Ciao.